So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Ich habe zum ersten Mal jetzt das Taxi benutzt, um hier hinzukommen zum Depot. Ich soll mich hier mit Phil und Ray treffen. Aber jetzt kriegen wir erstmal einen Anruf. Orion? That's Bernie. not my name! Bernie, what can I do for you? I need you to come around to my place, Nico. Nein. Please, come soon. Truck hustle. Huh? That thing? Our friend did what? 37 and 8? No. What about them swingers? How's Molly? Kids? Beautiful. Okay. Yeah, I gotta go. Ciao. Hey, Ray. So, who's the pal? Phil, you remember Nico? He's a good friend of mine. Can we talk? Sure we could talk, as long as we don't talk too much. Interesting times, you know what I mean? Did you hear about our friend, the guy with the thing? Yeah, you mean Harry, the guy with the hat? No, the guy with the, you know, the butter beep the poop. Yeah, the guy with the... and the... Yeah, that guy. Yeah. Heard. So be cool, Ray. Listen, I need to speak to you alone. Yeah, Phil, see, that's the thing. I kind of know what you're gonna ask, and I can't. What do you mean you can't? I can't do it, Phil. I got a lot of interest right now, business is really taking off, and I don't want any distractions. Well, as you could see, I got my own issues here. Look, Nico is good. He'll do what you need. And you say he's a friend of yours. Sure. Good to meet you. Yeah. Come here. The Triads have this big chunk of brown they're desperate to get rid of. Talking about it all over town. Wanting to offload it at any price. They think it's cursed or something. Prove it is. Take it from them. It's loaded into a truck going to Franklin Street and West Dyke. Get a hold of it and give me a call. Sure. But Mr. Bell... It's going to cost you. You got it, no problem. Great. Say, nice stereo you got there, Phil. Thanks. Yeah, so, Philly, you ever hear from your ex-wife? What kind of question is that? Just asking. Get the hell out of here. Every time, this motherfucker. Gut, machen wir das mal. Ist ja nicht so, als wären wir mit Drogen noch nie in Kontakt gekommen. Ja, Mann, fahr mich um, du Stück Scheiße, ey. Mal grad schauen, wo ist das? Ja, das passt. Wie ist der Wagen hier voll lahm? Kann es sein oder kommt mir das nur so vor? Ja. Gamescom war echt cool, wie ihr bestimmt mitbekommen habt. Ich habe die zwei Parts schon hochgeladen. Viel mehr ist es jetzt nicht geworden. War halt eben echt krass, was da für Schlangen waren. Wenn ich mal bedenke, für Assassin's Creed Brotherhood oder Crisis 2 musste man dann schon mal knapp zwischen 3 und 5 Stunden anstehen. Und das ist echt extrem. Wenn man mal bedenkt, dass man da gut 11 Stunden sein kann und dann die Hälfte der Zeit damit verbringt, an einer Schlange zu stehen für 25 Minuten Spielzeit. Wir haben nachgefragt. Das war echt extrem. Ich habe es heute nicht so mit dem Fahren und die Grafik sieht heute irgendwie ein bisschen komisch aus. So unscharf. Naja. Ja, definitiv unscharf. Das war doch sonst viel schärfer. Ich habe aber dieselben Einstellungen. Komisch. Jetzt
Krallen wir uns verfluchtes Heroin. Klauen den Truck. Mal schauen, habe ich genügend Munition? Machen wir das lieber so. Und dann machen wir das so. Ups, das war die falsche Waffe. Das war aber keine gute Deckung, du. Oh fuck, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier Deckung nehmen. Ich schmeiß da jetzt ungern eine Granate hin. Ist das ein Witz? Wie halte ich am Haken fest? Ja, wie soll das denn gehen, bitte? Boah, das wird aber ganz knapp, ey. Ja, das kann jetzt sich ein bisschen kacke anhören, aber ich kann leider nichts dran ändern. Okay, okay, come on. Oh, Alter, ey. Guten Tag. Zack und weg damit. So besorgt man sich Heroin. Lol. Das ist mal ein krasses Hochzeitsgeschenk. So ein Laster von Heroin. Alte Villa, okay. Die sieht schon mal sehr krass aus. Hier möchte ich nachts nicht lang gehen. Some cars that go faster than this thing. Sounds like a fun honeymoon. Later on. Na geil, wie komme ich jetzt von hier weg? Gar nicht. Ah. Doch. Got his wedding. Hör mal, also irgendwas stimmt mit den Texturen heute nicht. Das sieht ja schrecklich aus.
Taxi. Ja, jetzt will der auch noch auf mich losgehen. Nein! Nico, I told Jimmy P about you. He wants to meet you. Has he got work? Yeah, he's got stuff that needs doing. Head over to his house off of Beaverhead in Westside. Ich will doch nur in so ein verschissenes Taxi. Wo ist denn hier ein Taxi, Mann? Sonst sind die wie Sand am Meer und jetzt kein einziges. Schrecklich. Guten Tag. Wie immer können wir keine Zeugen gebrauchen. Grün nehme ich, passt zu meinem Channel-Design. Jetzt suchen wir erstmal ein Taxi. Aber dann müssen wir auch, glaube ich, erstmal unser Fahndungsleben loswerden, sonst wird das nichts. Das ist für schreckliche Musik, ey, unnormal, wenn man das überhaupt Musik nennen kann. So, Taxi. Wollt ihr mich verarschen? Ja, jetzt sind hier drei Stück hintereinander. Bleib bloß stehen, ey. Oh nein! How's my favorite girl? We need a picture of Grace. Her pa thinks she's holed up with some guy. He don't believe we got her. Will you do it? Ma's still upset. So I'm a portrait photographer now, am I? Okay, I'll send you it on my phone. Ihr kleinen scheiß Kackbratzen, ey. Ich könnte mich alle mal im Arsch lecken. Warum ist der schneller als ich? Hättest du gedacht, ne? Da halt dich gut fest. Zack. Schöne Hirntrauma hast du schon. Bam. Hoffentlich hast du alles gebrochen, was du brechen kannst. Gut, ich suche jetzt mal. Oh, auch ein Fahrgast drin. Ich suche jetzt einfach mal ein Taxi. Bis dann fahren wir dann irgendwie zu. Fahren wir mal zu Bernie oder irgendwie so. Oh, ich habe ein SMS gekriegt, sehe ich gerade. Für das Treffen mit Jimmy. Ja, habe ich ja sowieso. Nein, wir fangen, glaube ich, mal zu Bernie. Ich glaube, der könnte mehr uns über den Typen sagen. Bleib hier, Taxi. Naja, kurzer Schnitt. Ciao.